Hallo zusammen, hier ist der Chef Oberboss und heute habe ich mich mal voll in Schale geworfen und zwar ein etwas älteres Chaos-Shirt. Und warum das so ist, das erfahrt ihr jetzt sofort. Und zwar habe ich heute für euch ein sehr geiles Video, und zwar ein Bemalvideo aus der Welt von Warcry, dem neuen Skirmish-Tabletop-Spiel von Games Workshop. Und zwar werden wir heute die ganzen Ruinen hier aus dem Set bemalen. Das Review-Exemplar habe ich von Games Workshop zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und für ein Unboxing bin ich schon ein bisschen spät. Da gibt es auch andere coole Unboxings von zum Beispiel Bier und Pretzel, Tabletop von Der kleine Krieger. Und ja, guckt einfach mal auf YouTube, da findet ihr ziemlich viel zu Warcry und zu dem Inhalt der Box. Ich kann nur sagen, es ist eine riesig krass gefüllte Box. Mit zwei kompletten Starter, Skirmish, Warbands, ganz viel Gelände, ganz viel Ruinen, verschiedene Barrikaden, sogar ein Glockenturm ist mit dabei und natürlich noch die Regeln, Würfel, Maßband und so weiter. Wie gesagt, das ist ein Skirmish im Reich der Sterblichen in den 8 Punkten, wo Arshaun, der Auserwählte, herrscht und seine Warbands zusammenstellt und nur die Würdigsten kommen in die Reihen von Arshaun. Aber und das finde ich ziemlich cool. Man kann das nicht nur mit den 8 vorgesehenen Chaos-Warbands spielen, die es gibt, sondern man kann es auch mit den Klumenspitz-Gits, den Ironjaws, den Bonesplitters, das sind alles meine Lieblingsfraktionen, das sind nämlich die Grünlinge. Man kann es aber auch mit den Stormcast Eternal spielen, mit den Nighthorns, die ich hier auch beide habe. Und man kann es noch mit den Idunet Deepkin spielen, den Daughters of Cain, dann die Legions of Nagash und die Flesh Eater Courts. Die sind auch alle komplett mit im Buch berücksichtigt. Da gibt es nämlich verschiedene Kampagnen. Inwieweit das wie Mordheim nachher ist von der Kampagne her, das werde ich euch sagen in den verschiedenen Spielberichten, die ich geplant habe. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Kampagnen hier bei Warcry auch groß geschrieben werden. Und dass es ganz viele verschiedene Szenarios gibt. Und für jedes Volk gibt es hinten eine Sektion, eine Kampagnensektion mit verschiedenen speziellen Kampagnenmissionen, die auf jeden Fall da gespielt werden müssen, die auf das Volk zugeschnitten sind. Von den Grundregeln her ist es relativ überschaubar. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich ein bisschen schade, dass zum Beispiel keinen Trefferwurf mehr gibt, sondern es gibt nur noch, wird nur noch Stärken und Widerstand verglichen, aber es gibt kein Kampfgeschick mehr. Und was ich auch schade finde, ist, dass es nicht wie bei Kill Team hinten im Buch eine komplette Sektion über alle enthaltenen Fraktionen gibt, mit den verschiedenen Punktkosten und Werten, sondern man kann, wenn man zum Beispiel wie ich jetzt, ich würde gern die Klumenspitz-Skits, die Bonesplitters, die Iron Jaws, die Nighthorns und auch die Stormcast Eternals spielen. Da muss ich mir dann 5 neue Kartenpacks holen, die kosten um die 6 Euro pro Pack. Und da sind dann die verschiedenen Kriegerkarten und Ability-Übersichten dann enthalten. Das hätte man auch anders lösen können. Aus meiner Sicht hätte man die Daten auch direkt mit ins Buch reinpacken können. Und ja, und dann hätte man die Karten ja auch mal extra kaufen können. Aber so hätte man die auf jeden Fall schon mal gehabt. Naja, egal. Auf jeden Fall. Zum System her werde ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, nämlich wir machen uns jetzt direkt an die Bemalung von den Ruinen. Ja. Und das ist ganz einfach. Welche Farben werden jetzt benötigt für die Bemalung von dem Warcry-Gelände? Ich habe jetzt das mal aufgeteilt und zwar in Kontrastfarben, beziehungsweise hier die Grundierung Wrathbone, die ich aber allerdings als Spray benutzt habe und nicht aufgepinselt habe. Beim Pinseln muss ich sagen, wenn man das direkt auf eine Plastikminiatur oder auf ein Plastikgeländestück aufpinselt, wird es nicht so schön. Also ich würde auf jeden Fall Wrathbone nehmen, aber als Spray-Variante. Als Kontrastfarbe habe ich benutzt Kontrast Cruif Charger Grey. Eine sehr geile Kontrastfarbe aus meiner Sicht. Skeleton Horde. Auch eine sehr schöne Kontrastfarbe. Und Kontrast Wildwood, die ist mir ein bisschen zu dunkel.
da kann man eventuell noch ein bisschen Kontrast Medium dazu mixen. Dann wird es ein bisschen heller und aus meiner Sicht dann schöner. Das ist aber Geschmackssache. Also den nur optional. Aus meiner Sicht sind die Kontrastfarben sehr gut, aber man kommt nicht drum herum, auch normale Farben noch zu verwenden. Und zwar für die Gitter zum Beispiel habe ich dann noch Iron Breaker bzw. Chainmail oder irgendeinen anderen Ton, Silberton. Dann das gute alte Nullen Oil, Typhus Corrosion Technical und dann noch die Chai-Farbe Hüßer Rust. Und dann habe ich noch ein paar andere, noch optionale Farben, zum Beispiel für die Glocke, noch Retipure Armor, für das Trockenbürsten vom Holz, wenn das Wildwood einem zu dunkel ist und man kein Kontrastmedium verwendet hat, kann man noch Zandre Dust nehmen und Longbeard Grey. Und dann noch, um ein bisschen Verwitterungseffekte einzubauen, haben wir noch Grün von Sepia und Nihilac Oxide. Wobei das Grün von Sepia, da könnte man stattdessen auch das Kontrastskeleton Hort nehmen, aber das ist alles Geschmackssache. Jo, und das waren eigentlich auch alle Farben. Also der Hauptbestandteil jetzt von dem ganzen Mauerwerk wird Groove Charger Grey sein. So ein Viertel von diesen Farbdöschen wird man mit Sicherheit brauchen. Dann hat man aber auch das komplette Gelände bemalt. Und von der Spraygrundierung habe ich eine Dose Rathbone für das komplette Gelände benutzt. Und die Miniaturen sind aber nicht mit dabei gewesen. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Schnitt. Und jetzt sieht das Gelände dann so aus. Also ist auch eine sehr gute Schicht drauf. Und ist sehr glatt. Also so sollte es bei euch dann auch aussehen. Also ruhig nicht sparen. Gerade wenn ihr jetzt mit Kontrastfarbe arbeitet, solltet ihr an der Grundierung nicht sparen. Wenn irgendwo noch grau durchscheint oder sowas, ruhig nochmal drüber gehen. Wenn das dann alles gut getrocknet ist, dann nehmen wir als allererstes mal Kontrast Grüff Charger Grey. Und mit einem relativ großen Pinsel, also zum Beispiel einem Bosch Brush, tragen wir jetzt das Kontrast auf, und zwar direkt auf die Grundierung. Und zwar am besten immer oben anfangen und nach unten immer ein bisschen ziehen. Und wo sich zu viel absetzt davon, nehmen wir wieder ein bisschen weg. Aber so ein bisschen, ein paar Pfützen können sich hier drin bilden. Das ist nicht schlimm. Für alle Geländestücke, ich bin jetzt fast fertig, ich habe vorher schon ein bisschen geübt, habe ich also gut ein Kontrast-Gryphon Grief Charger Grey, also so ein ganzes Döschen verbraucht. Wenn man den Pinsel ein bisschen weiter eintunkt, dann geht es hier auch bei diesen Steinen ein bisschen besser. Aber dann verbraucht man natürlich auch ein bisschen mehr von dem Kontrast. Das könnt ihr dann so machen, wie ihr wollt. Also wenn ihr ein bisschen schneller malen wollt, dann ruhig tief eintunken. Ich finde, dann gibt es auch einen schönen Effekt einfach auch. Ja, und da ist man bei den ganzen Gebäuden ein bisschen beschäftigt, weil das sehr viel Mauerwerk ist. Alles, was Metall ist, lassen wir einfach Rathbone und das Holz auch nicht bemalen damit, also wirklich nur das Mauerwerk. Hier sieht man jetzt auch ganz toll, wie einfach das Kontrast sehr gut wirkt, wenn die Flächen einfach strukturiert sind, wie jetzt hier. Diese Säule, da zeigt einfach das Kontrastmedium oder die Farbe einfach, was sie kann. Wenn das glatte Flächen sind, dann sieht das meistens nicht so gut aus und da muss man dann wirklich auch aufpassen, dass es keine Flecken gibt oder dass es keine Pfützen zurückbleiben. Hier können in den Vertiefungen ruhig Pfützen drin bleiben. Das sieht dann gut aus. Aber auf glatten Flächen, wenn da Pfützen zurückbleiben, dann wird es fleckig. Aber hier, das sieht einfach cool aus. Wichtig ist, dass man sich Stück für Stück vorarbeitet und immer sozusagen die Säule komplett bemalt. Danach hier dieses Teil, dann die nächste Säule und nicht sozusagen waagrecht das Ganze bemalt,
weil das trocknet dann zu schnell und dann sieht es fleckig aus. Also immer von oben nach unten ein Stück bemalen, dann das nächste. Dann sieht es sehr super aus. So, als nächstes werden wir hier oben die Platten bemalen. Und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen, also auch Platte für Platte. Und gucken, dass da jetzt kein, dass jetzt hier keine Pfützen stehen bleiben. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann kann man zur nächsten gehen. Hier würde ich jetzt auch nicht zu viel auf dem Pinsel machen, sondern das jetzt hier einfach verstreichen. Und gucken. Und so ist dann eigentlich auch okay. Das machen wir jetzt mit allen und an der Seite. Gebt mir auch vorsichtig hier lang, aber ohne das Holz zu bemalen. Bei so glatten Flächen wie jetzt hier diesen Fliesen ohne Struktur empfehle ich euch, ein bisschen Kontrast Medium in die eigentliche Kontrastfarbe zu mischen und dann einfach hier so ein bisschen kreisförmig die Farbe aufbringen. Und hier einen Renner natürlich auch. Und dann gibt es so ein bisschen Marmoreffekt. Und wird eigentlich nicht fleckig. Unterschied ist zum Beispiel, wenn wir das jetzt so streifig hier einfach drüber gehen würden, das habe ich auch schon gemacht, dann wird es streifig fleckig. Also viel Kontrast nehmen, verdünnt und dann einfach hier so drüber gehen, in kreisenden Bewegungen und dann wird das ziemlich cool. Bei den anderen Geländestücken, wie jetzt hier zum Beispiel diesen Glockenturm, da gehen wir genauso vor, da habe ich die Skelette, die hier sind, auch nochmal abgemacht gehabt und hier habe ich es auch nochmal dann innen drin angemalt. Ansonsten könnte was durchscheinen, weil da ist nicht alles Spray hingekommen. Also die würde ich vorher ablassen, dann alles grundieren, dann anmalen und dann draufkleben. Bei den kleineren Geländestücken, da ist es überhaupt kein Problem. Alles einfach komplett mit Kontrast bemalen. Hier bei diesem Haufen habe ich das auch gemacht. Nur die Totenköpfe habe ich hier ausgelassen und hier die Mauer habe ich auch komplett mit Kontrast bemalt. Die Verzierung oder die Verwitterungseffekte, auf die gehen wir später noch ein. Dann haben wir hier noch diese Säulenstücke, da habe ich auch alles bemalt. Hier hinten, wo man es einsteckt, das habe ich einfach mit bemalt. Aber das muss hier nicht so ordentlich sein, weil das sieht man nachher nicht mehr. Wenn das Mauerwerk so gut getrocknet ist, dass man es auch hier oben wieder anfassen kann, dann machen wir weiter. In der Zwischenzeit kann man ja die anderen Mauerstücke dann anmalen. Und zwar nehmen wir jetzt Ironbreaker oder Chainmail oder irgendeine andere Metallfarbe. Damit bemalen wir dann hier das Gitter. Ich habe die Pinselspitze in ein kleines bisschen in Wasser getunkt, damit es ein bisschen verdünnt ist. Und dann lässt sich das sehr gut bemalen. Ich bemale jetzt erstmal alle Streben. Horizontal und vertikal und danach muss man dann noch die Innenseiten so bemalen und dann nochmal einmal kippen, so dass wirklich dann alles richtig bemalt ist. Das ist jetzt bei diesem Mauerstück relativ einfach, weil es nicht so viel hat, nicht so viel Gitter, aber andere Mauerstücke haben glaube ich 3 der 4 Gitterfenster, da ist man ein bisschen beschäftigt, weil man natürlich auch noch die Rückseite bemalen muss. Also es ist fast aufwendiger als die Mauern zu bemalen, die richtig geil so aussehen. Wenn das Ironbreaker getrocknet ist, dann nehmen wir das gute alte Nullen Oil Shade, weil aus meiner Sicht wird man die Shades parallel mit den Kontrastfarben auch weiterhin verbinden. Damit waschen wir jetzt die Gitterstäbe. Könnte es jetzt zum Beispiel auch mit dem Schwarzkontrast machen. Dann würden die Gitterstäbe aber richtig schwarz werden. Und so werden sie nur ein bisschen abgetönt. Während das Nullenöl trocknet, werden wir jetzt Kontrast Wildwood nehmen und das Holz damit bemalen. Ich habe jetzt hier extra mal die Unterseite genommen, weil das ist jetzt Wildwood unverdünnt. Das sieht schon ganz cool aus. Das ist eine schöne Kontrastfarbe. Für Holz finde ich es ein bisschen dunkel, weshalb man das danach nochmal ein bisschen trocken bürsten muss.
Und ich zeige euch aber jetzt gleich mal einen Test, wie Wildwood mit ein bisschen Kontrast Medium aussieht. Also das von unten kann man es unverdünnt einfach bemalen. Das sieht man eh nicht so. Auch hier sollte man immer relativ schnell vorgehen, damit nichts trocknet. Und immer in Abschnitten bemalen, damit es keine Flecken gibt. Von oben nehmen wir dann das etwas verdünnte Kontrast Wildwood und da sieht man, dass es ein bisschen heller. Man könnte natürlich jetzt auch manche von den Bohlen mit dem unverdünnten bestreichen und manche mit dem verdünnten und dann gibt es auch einen sehr schönen abwechslungsreichen Bodenbelag. Und aus meiner Sicht brauchen wir das jetzt hier zum Beispiel nicht mehr zu trocken zu bürsten. Das ist jetzt das unverdünnte. So kann man auch mit den Kontrastfarben sehr abwechslungsreiche Bemalungsstile erreichen. Je nachdem, wie man das Holz angemalt hat, also mit Kontrast Medium gemischt oder ohne, müsste man das jetzt noch behandeln. Das hier werde ich jetzt nicht mehr behandeln, das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Bei dem hier sieht es mir aber ein bisschen zu fleckig aus, vor allem das Dunkle. Und darum nehmen wir jetzt noch ein bisschen Zandridast und bürsten jetzt hier ganz vorsichtig über das Holz drüber. Und zwar über, ja, ruhig über das Ganze. Und so wird jetzt das Holz noch mal ein bisschen die Maserung hervorgehoben. Hier werden wir jetzt optional noch mit Longbeard Grey trockenbürsten. Dann sieht das Holz noch ein bisschen verwitterter aus. Muss man nicht an allen Stellen machen. Ist auch Geschmackssache. Das sieht dann ein bisschen gräulicher aus und noch ein bisschen verwitterter. Wenn das Nullenöl getrocknet ist vom Metall, dann nehmen wir nochmal die Grundfarbe Ironbreaker und bürsten ganz, ganz vorsichtig nochmal über die Gitterstäbe drüber. Das muss man nicht unbedingt machen. Kann man machen. Sieht dann noch ein bisschen besser aus. Das Gute beim Trockenbürsten ist, dass man direkt weiterarbeiten kann. Und wir nehmen jetzt noch ein bisschen Typhus Corrosion und tupfen einfach an einigen Stellen noch ein bisschen Typhus Corrosion auf. Weil das ist ja eine Ruine, die wahrscheinlich schon ein bisschen länger verlassen ist. Und deshalb ist hier alles nicht mehr so gut in Schuss und alles ziemlich verrostet. Ich mache nicht zu viel. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wenn das Typhus Corrosion hier auf den Gitterstäben getrocknet ist, nehmen wir Rüser Rust und bürsten das getrocknete, körnige Typhus Corrosion einfach ein ganz kleines bisschen trocken. Wenn wir irgendwie auf die anderen Gitterstäbe kommen, wo nur Metall ist, ist auch nicht schlimm. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und so erhält dann das ganze Gemäuer nochmal einen richtigen, verwitterten, alten Look. So, aus meiner Sicht ist die Mauer jetzt fertig und zum Spielen einsatzbereit. Wer noch ein bisschen mehr verwittern will, der kann optional jetzt noch Grü von Sepia nehmen oder auch von mir aus Kontrast zum Skeleton Horde, wobei das ein bisschen stärker ist als das Grü von Sepia. Das Grü von Sepia, das ist sehr sehr, sehr zurückhaltend. Mit einem kleinen Blisterschwamm oder Schwämmchen oder wie auch immer können wir jetzt ein bisschen von diesem Grü von Sepia einfach an manchen Stellen auftupfen und zwar immer ein bisschen nach unten ziehen. Also, so als ob das Dreck ist, der nach unten einfach so ein bisschen läuft. Das kann man wahllos hier verteilen und dadurch wird die sehr gleichmäßige Bemalung ein bisschen aufgebrochen. Natürlich könnte man jetzt das auch noch mit Grüntönen machen oder mit verschiedenen farbigen Brauntönen. Ich finde aber, so reicht es eigentlich aus. Das gleiche kann man natürlich auch mit einem normalen Pinsel machen. Mit so einem Schwämmchen sieht es noch ein bisschen zufälliger aus. Je nachdem, wie man den auch vorne gerissen hat.
Und bei so riesigen Flächen geht es halt mit so einem Schwamm auch echt schnell. Bei der Mauer hier habe ich auch mit Biltangrün das gleiche gemacht wie mit dem Grün von Sepia. Einfach hier so ein bisschen aufgetupft und da ist das Grün von Sepia und hier unten ist das Grün. Das kann man natürlich auch machen, wie ihr Lust drauf habt. Alternativ könnte man auch einfach zum Beispiel Zandridast nehmen und an manchen Stellen trocken bürsten. Das gibt einen ähnlichen Effekt. Das sind also verschiedene Methoden, um das Gleiche zu erzielen, nämlich so ein bisschen Verwitterungseffekt. Nachdem alles gemattlackt ist, können wir jetzt noch so tolle Effekte anbringen mit Plattforde Plattgott oder Nurgle's Rod. Das sind beides Technicals und zwar sind das Farben, die sozusagen glänzend austrocknen. Und genau deshalb muss man das auch nach dem Mattlacken machen, ansonsten werden sie ja matt durchs Mattlacken. Und da würde ich einfach nur so ein ganz kleines bisschen irgendwo auftupfen, nicht zu viel. Das könnte dann irgendwie Dreck von irgendwelchen Vögeln sein oder von irgendwelchen Monstern, wie auch immer. Das kann ruhig hier so ein bisschen runterlaufen. Ich würde nicht zu viel machen, das wirkt dann besser. Hier bei diesem, weiß nicht genau was es ist, vertrockneten Pool, habe ich auch so ein bisschen was reingetupft. Alternativ könnte man da natürlich auch Blut einfach verwenden. Wenn man irgendwelche Kampfspuren darstellen will, tupft man einfach so ein bisschen Plattforde Plattgott auf. So als ob es gespritzt wäre hier. Das heißt, da wurde gerade gekämpft. Auch hier eher weniger als mehr. Dann wirkt es einfach besser. Den Glockenturm, den habe ich übrigens genauso angemalt wie auch die Mauern. Und nur die Glocke, der Unterschied ist, den werde ich nicht mit Iron Breaker bemalen, sondern mit Retributor Armor. Das Retributor Armor habe ich auch mit ein bisschen Wasser verdünnt, damit es eine glatte Oberfläche gibt und nicht fleckig wird. Und das muss jetzt auch relativ schnell bemalt werden, alles in einem Vorgang. Wenn das Gold gut getrocknet ist von der Glocke, dann nehmen wir Grün von Sepia oder zum Beispiel Skeleton Horde oder einen ähnlichen Wash und waschen die komplette Glocke. Das geht zum Beispiel auch ganz gut mit Arcax Urshade. Mit Null Oil kann man es auch machen, dann wird es aber ein bisschen dunkel. Ich finde zum Retributor Armor passt am besten das Grün von Sepia. Wenn das Grün von Sepia getrocknet ist, dann sieht es schon mal ziemlich cool aus. Man kann aber die Glocke noch ein bisschen mit Iron Breaker trockenbürsten. Und dann sieht die noch ein bisschen benutzter aus. Wer jetzt noch Lust hat, kann auch ein bisschen Nihilac Oxide nehmen, das ist ein Technical. Und vollständig an einigen Stellen einfach dieses Nihilac Oxide auftupfen. Das soll nochmal so einen Alterungseffekt darstellen. Ich würde aber nicht zu viel machen, weniger ist mehr. Die Skelette vom Glockenturm, die waschen wir jetzt mit Kontrast Skeleton Horde. Wenn man keinen Kontrast Skeleton Horde hat, kann man das auch mit Arcax Urshade machen oder auch mit Grün von Sepia. Aber das Skeleton Horde, das ist echt eine sehr, sehr schöne Kontrastfarbe. Und gerade im Zusammenspiel mit der
Rathbone-Grundierung ist es ein super einfaches Skelett-Bemalungs. Es ist eine super einfache Skelettbemalung. Das sieht jetzt eigentlich schon perfekt aus. Für den abgefallenen oder zerstörten Marmorkopf von der riesigen Statue nehmen wir auch das Kontrast Grief Charger Cray mit etwas Kontrast Medium verdünnt. Ja, das ist ein ziemlich großes Teil. Wir fangen einfach irgendwo mal an. Ja. Einfach mal hier unten und arbeiten uns dann vor. Bei so großen Geländeteilen sehr viel Kontrast Medium. Einfach mit rein verdünnen und dann den Pinsel auch wirklich schön voll machen, dann mit der Kontrastfarbe, und dann läuft das richtig gut. Ich finde, das sieht ziemlich geil aus, weil die hat so viel Struktur, diese Statue oder dieser Kopf. Ja, da brauchen wir nicht viel malen. Das sieht der Hammer aus. So, wir sind am Ende angekommen. Aus meiner Sicht ist jetzt das Gelände fertig bemalt. Sieht super gut aus. War einfach bemalt mit ein bisschen Kontrastfarbe, aber auch mit anderen Farben. Und da kann man ganz gut sehen, dass man also alle möglichen Farben zusammen einsetzen kann und nicht nur eine einzige Art von Farben. Also ich denke mal, dass man Kontrastfarben sehr gut einsetzen kann, aber man braucht auch immer noch ein paar andere Farben, wie zum Beispiel jetzt die Metallfarben oder Rosteffektfarben oder wie auch immer. Auf dem Schlachtfeld sieht das Gelände super cool aus. Ich habe hier immer ein paar Bilder gemacht und das ist absolut modular. Man kann die verschiedenen Geländestücke einfach aufeinander stellen, man kann sie auseinanderziehen und hat da ganz viele verschiedene, vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Als nächstes muss ich jetzt noch die Modelle bemalen und dann wird es auf jeden Fall auch mal ein Testspielvideo geben. Ich habe Warcry schon mal getestet kurz und sehr einfache Regeln, aber sehr schnell, flüssig und vor allem sehr spannend durch die vielen verschiedenen Missionen und Kampagnenstränge, die es da gibt für die verschiedenen Warbands. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mein kurzes Bemalvideo hierzu. Und würde mich freuen über euer Feedback, über einen Daumen hoch, und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Oberboss. Macht's gut, tschüss.